So, liebe Leute, es geht heute weiter mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen. Saisonabschluss und ja, dann geht's rein. Definitiv ins Pokalfinale. Aber wir haben einen Abgang zum Lukas Tomasek wechselt für 400.000 nach Norwegen oder Schweden. Ich weiß gar nicht, Subswag. Oh, ein A-Deal. Ein A-Deal sogar. Ein hervorragender Deal. Was haben wir denn da hervorragend gemacht? Das Maximum aus diesem Deal rausgerollt. Na gut, haben wir es gewollt. So. Gut, gehen wir rein ins Match. Für die 400.000. Genau. Haben wir demnächst live von Paris. Die Frage ist. Ich würde gerne alle bleiben. Also es sind einige jetzt dabei. Es sind natürlich jetzt noch zwei Wechsel, die definitiv gehen werden. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, warum auch immer. Ah, egal. So, wie dem auch sei. Gucken wir mal wieder Teamzentrale. Kriege ich die Kompensation? Nein, reicht nicht. Ne? Leider nicht. Wir haben noch keine Geld, nicht das Geld. Aber wir kriegen sie noch. Wir werden hoffentlich, dass er noch bleibt. So, Meppen, jedenfalls. Sterler, Perry, das könnten Kandidaten sein, die gehen werden. Und es werden auch ein paar andere noch treffen. Schumacher von Hansa ist ja schon fix. Aber. Mal gucken, wann noch am Ende kommen wird. So, wir können mal ein bisschen durchwechseln. Da habe ich ja schon mehrmals angekündigt, dass ich das machen werde. Letzte Ligaspiel werden halt die Kandidaten, die definitiv den Club verlassen werden, sollen wechseln, gehen, werden spielen heute. Deswegen, oder beziehungsweise den verlassen soll, Petzold, der wird ja auch gehen. So. Bei ihm steht es ja noch nicht so wirklich fest, dass er gehen wird. Andresen soll die Zukunft sein für Lippert. Perry ist sowieso schon die ganze Saison drin. Aber Schwarz wird heute mal. Da sind ja viele Kandidaten, die gehen sollen, werden, wie auch immer. Chino, der geht. So. Ja, das war so mal ein bisschen erstmal. Ist jetzt erstmal bewusst, dass ich jetzt den einen oder anderen Kandidaten jetzt erstmal nur rausnehmen werde. Bewusst jetzt erstmal wieder rausnehmen werde. Weil. Spasek, ja, der geht ja auch, ne? Genau, der geht. Deswegen heute mal auf. Halt mal als Sechser gehen. Der wird halt mal als Zehner Stammspieler werden. So. Latteier raus, Andermatt mal rein. Ulrich, der wird ja. Weil Ulrich, der soll ja. Es wird, steht auch nicht fix, dass der bleibt. Deswegen würde er heute auf Stammspieler bleiben. Auf jeden Fall. Deswegen. Also es werden halt die, wie gesagt, spielen, die fix den Club schon mal verlassen soll. Also ich. So einfach mal zum Abschiedsgeschenk, mehr oder weniger. Okay, gehen wir rein ins Match. Es ist der 38. und letzte Saisonspieltag. Ins letzte Saisonspiel und dann ist es noch das Finale. Also wir werden die volle Distanz fahren.
Wir werden alle das Maximum aus der Saison rausgeholt. Hätte ich auch nicht erwartet. Begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und am heutigen Tage zeigen wir Ihnen das letzte Spiel dieser Saison. Es könnte ein Superspiel werden. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich genau so ist der es. Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Und dann glaub, wir wird doch schon wieder auch geht. Spielzeit hinter uns. Es war sehr ist der 11. Spiele der 12. Und ich sage, heute gibt es so nochmal ein klasse Spiel. Ja, und wir wollen heute nochmal zeigen, unsere Jungs wollen heute nochmal zeigen, dass sie ein bisschen heiß sind. Da die Einblendung ist leider sehr, viel, sehr, sehr viele Spieler, die gegeben werden. Petzold, Bushino, Harry, Ulrich ist noch nicht fix verpflichtet. Sterner wird wahrscheinlich gehen. Kubase geht, Neuberger vielleicht, Petersen, also da wird sehr, sehr viel. Da wird nicht viel übrig bleiben. Eigentlich von dem Kader. Von der jetzigen Startelf aus dem letzten Saisonspiel. Da wird, glaube ich, 9 von oder 10, 8 oder 9 von diesen so, 11 Spielern den Kader verlassen. Sie haben sich auch für ein offensives 4-5-1 entschieden. Ja, mich überrascht das nicht. Es macht das Spiel besonders spannend. Gut, das ist die Truppe aus Meppen. Bekannter Spiel. Einer bekannte Spieler ist ja Piri vorne drin. Puri, Marvin Puri. Auch so ein Wandervogel. Na gut, das ist auf jeden Fall das letzte Ligaspiel. 38. Spieltag. Nils Petersen geht zurück nach Frankreich. Ex-Freiburger und Münchner und auch Kokos. Na gut, aber schauen wir mal, was unsere Jungs heute so fabrizieren. Letztes Spiel gab es dieses 5-2 gegen VfL Osnabrück und heute soll es ebenfalls noch mal einen Sieg geben. Im letzten. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Doch noch, ich dachte. Das muss es was Sterner. Sein. Sehr gut gemacht vom Kolter. Oh. Ah, wenn Sie da ein bisschen mehr Geduld haben, dann lässt sich dieses Abseits vermeiden. Abseits, okay. Auf jeden Fall. Das sollte nicht gezählt. Damit ist es sehr Abseits, nicht so ärgerlich. Und dann trotzdem dieser Pass. Also das ist ärgerlich. Sie haben den Ball. Petersen. Ulrich. Annabert. Schön durchgesetzt. Was macht er drauf? Basik! Ohne große Mühe gehalten. Wir müssen doch klarlegen, auf Petersen wahrscheinlich. Wird er wahrscheinlich jetzt zu sehen. Schon Basik. Der nach Samstag geht. Und holt sich den Ball. Der heute seinen Saisonabschluss feiert. Das ist ein Spiel, in dem zwei unterschiedliche statistische Rekorde aufeinandertreffen, Buschi. Wir haben hier die Mannschaft mit dem besten Sturm und die Mannschaft mit dem schlechtesten Sturm. Völlig richtig. Und wenn es nach diesen Bilanzen geht, wenn es nach der Papierform geht, dann könnte das hier sehr einseitig werden. Aber wir warten lieber erstmal ab. Wenn du bedenkst, dass du viele Partien dabei hast, wo du dir eigentlich unnötig eine Niederlage oder einen Unentschieden reingehauen hast, wie jetzt zum Beispiel das Ding gegen Zwickau oder haushoch überlegen, das Ding nach Hause fahren musst und das Ding 2-1 verlierst, sind halt, ja, ist halt passiert. Kann ja nicht immer schlecht alles sein. Das jüngste Heimspiel wurde gewonnen und daran soll heute angeknüpft werden. Da stand ein verrücktes Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel. Ich setze wieder auf Sie. Also, ja, tatsächlich reicht es um. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ist tatsächlich doch noch der Zeichen. Also, da gibt es tatsächlich doch noch eine. Schön, wie Sie da die Offensive unterstützen. So, der Ball war Dresden. Vielleicht die Führung ist. Ah, den muss er machen. Den muss er nur einfach. Den muss er nur reinlegen. Nun zieht er den, lässt er den drüber laufen. Petersen. Hereingabe jetzt. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Also, es sind Situationen dabei, wo ich mir gerade denke, Alter, warum geht das nicht? Der Kollege sich gerade ganz sicher vom Rückstand bewahrt mit dieser Superparade. Ja. Die kommen. Vielleicht ist das die Chance, auch vor dem gegnerischen Tor Abseits zu zeigen. Ja, das war Abseits. So. Ach, Mann! Und da gibt's jetzt den Einwurf. So, Abflug.
Stader. Außen ist jetzt Platz. Sie bringen den Ball in die Mitte. Tor! Ah, das muss es doch jetzt sein. Das muss die Meisterschaft sein. Sie aus Nüscht macht er so ein Ding. Und hier zweifelt kaum noch einer, dass es klappt. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt rein. Und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Nils Petersen, viertes Saisontor, trifft dann nochmal zum Abschied. Sie sind jetzt also in Führung. Sind nur ein Jahr ausgeliehen. Und es war dann nochmal an die Provinz wechselt. Der wechselt ja, sollte er damals als Cottbusser, war das glaube ich, nach Schalke wechseln. Den hätte ich so gerne da gehabt, der war auch sehr gut dabei. Und da kamen die Bayern dazwischen und haben ihn geholt. Das war einfach nicht gut genug. Und da hat er nicht allzu viel auf die Ketten bekommen. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles, sie liegt trotzdem vorn. Die falsche Wechsel, dass der Wechsel nicht kam. Jetzt Petersen nochmal, aber jetzt wieder in Bayreuth. Und schießt sein fünftes Saisontor natürlich. Sein fünftes und macht seinen Doppelpack. 39. Minute. Das Abenteuer dritte Liga geht demnächst zu Ende. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Und Petersen. Macht er doch nochmal einen lupenreinen Hattrick. Kann jetzt aber durchmarschieren. Ja. Das war schon Tor Nummer 3. Sechstes Tor. Und es ist der lupenreine Hattrick. Alle drei Tore in einer Halbzeit. Oder ein anderer Spieler, was dazwischen gehauen hat. Jetzt macht das. Da ist das Tor nochmal. Da ist der Dreierpack. Und man merkt, die Abwehr hat große Probleme, finden kein Mittel. Sind da hilfreich. Er darf nochmal. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Also, Nils Petersen macht den. War da in Bedrängnis, waren Sie gut? Die lupenreine Hattrick. Kubasik. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben. Kann man noch mal so einen Abschied machen. Da ist die Flanke. Viertes Tor hintereinander. Das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach erhöht. Der ballert hier gerade mal kurz den Hessler mitten nach Hause. 4-0. Nils Petersen. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Die Flanke kam uns von Andresen, der das sehr gut macht. Schön auf dem ersten Pfosten. Da steht da halt einer, der macht die Tore. Und es müsste jetzt so nochmal 6 oder 7 gewesen sein. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang liegen die Gastgeber hier in Führung. Sie liegen klar in Führung und da sieht man wieder, dass sie wirklich die offensivstärkste Mannschaft sind. Unheimlich stark. Also Man of the Match steht auf 45 Minuten fest. Da wird kein anderer mehr dazwischen kommen. Dann kommen jetzt nochmal 5 Tore. Den Ball dann reinmachen können. Und dann 32, 39, 42, 45. Sie sind von einer Viertelstunde, der 13 Minuten macht er 4 Buden hier. Deutlich. Eisekalt haut er die Dinger raus heute. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Na gut, mal gucken, wie gleich die zweite Halbzeit ist. Wie die zweite Halbzeit läuft. Neuenberger. Andresen. Andermatt. Hat schon ein paar Partien gemacht, aber der wird heute nochmal seinen Abschiedsgeschenk bekommen. Der wird sehr, sehr wahrscheinlich den Club verlassen. Chance. Kubasik. Oh, der vielleicht nochmal. Nein, tut er nicht. Ecke. Jetzt wird's gefährlich. Ecke Stern, ne? Ecke in die Mitte. Der wird wahrscheinlich fix. Der Wechsel wird wahrscheinlich extrem wehtun. Jonas Stern. Aber wer weiß, weil ich soll ja auch
Kommt er jetzt vielleicht doch nochmal. Ja, das Spiel ist gelaufen. Hallo, nächstes Tor. 5-0. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. So. Tja, Sie können zunächst klären. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Aber das ist nicht konsequent genug. Und dann fällt fast als logische Konsequenz doch der Treffer. Also Meppen kriegt sie gerade hier komplett verabreicht. Und es wird doch nicht mal das letzte, wird vielleicht nicht mal das letzte gewesen sein. 43. Minute. Jetzt steht's 5-0. Ist der eigentlich verwandt mit dem ehemaligen Trainer? Ist der nicht Martin Andermatt oder so? Trainer, glaube ich, damals auch in Ulm. Oder bin ich da jetzt gerade so ein bisschen. Ist das nur Zufall vom Namen her? Ich weiß nicht, ob da jemand mal recherchieren kann, dass man weiß. Genau hinschauen jetzt. Er kann und Petzold! Der Ball geht an die Latte! Sie haben den Ball und damit ist die Szene erstmal beendet. Aber das war knapp. Da hat sie Alu gerettet. Da war eine Menge Glück dabei. Und nicht nur Alu, der auch der Keeper. Jetzt bewegt sich Meppen nochmal. Ich will hier auch noch mitspielen, liebe Leute. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Aber. Ja, das, wie gesagt, war mal eine Chance für Meppen, aber die werden heute nicht mehr so große, eine große Rolle spielen. Petersen. Nils Petersen. Klasse Petersen. Jetzt. Der Pass, nichts zu halten hier. Der macht heute einfach alles. Tor Nummer 5. Schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Ne. Aber macht halt seine Bude. 65. Minute. Nils Petersen. Die logische Folge, das 6-0. Ich frage für einen Freund, wie soll ich der Rekordsieger in Liga 2? Ich glaube, in der Bundesliga war es 12-1 oder so, oder 12-0. Jetzt die Flanke. Also 6-0 habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erlebt. Ich glaube 7-0 auch. Die Fans wissen natürlich, jetzt dauert es nicht. Ja, ich weiß, FIFA mit Real Life kannst du nicht vergleichen. Hält das. Das ist gut verteidigt. Und das war ganz, ganz wichtig verteidigt, weil das wäre das nächste Ding wahrscheinlich gewesen von Petersen. Der, wie gesagt, jetzt nach 5 Tore heute hatte. Hat. Puri. Jetzt der Vorstoß. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Sterne. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Da haben Sie die Chance. Wieder so ein Ding, der eigentlich Safe-Tor war, wäre. Viel Platz für den Konter jetzt. Super dazwischen gegangen. So. So, ich wechsle jetzt kurz durch. Jetzt dürfen wieder dürfen einige Spieler ein bisschen feiern und sagen, ja. Spielen, ne? Ah, ist egal, komm, für die eine Partie, ich kann es auch in der Offensive spielen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, das sind alle. So, letzten 10 Minuten, 9 Minuten. Jetzt dürfen sie alle nochmal jubeln und sich feiern lassen. Alle voran, Nils Petersen. 8 Minuten jetzt noch. Ganz energisch.
Das, den lasse ich nicht begehen. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. War noch nicht. So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Das ist eben auch egal gerade, glaube ich. Wenn dem Spielstand ist, ist es eigentlich wurscht, ob der das eine Tor macht oder nicht. Abgefangen dieser Ball. Da ist die Reingabe. Er hat ist dich. Da und hat den Ball. So. Ja, das muss er besser lösen. Müsste jetzt nicht doch bitte noch einen, jetzt bitte nicht noch einen Verletzten, weil ich kann mich nicht wechseln. Aber es ist nichts passiert. Gut. Gelb gibt's für Meppen. Ja, guter Pass. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Und das war's. 6:0. Dieses Spiel hier zu Ende und damit kann der Abschluss in der Saison. Jetzt kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Schauen Sie sich das an. Sie haben es geschafft. Diesen Titel kann Ihnen keiner mehr nehmen. Sie haben sich die Meisterschaft geholt. Die Trophäe bekommen Sie zwar erst im nächsten Heimspiel, aber das ist denen da unten jetzt völlig schnuppe. Das nächste Heimspiel, die Saison ist beendet. Und Sie haben dieser Saison Ihren Stempel aufgedrückt. Gute Leistung immer dann gezeigt, wenn es drauf ankam. Glückwunsch zum Meistertitel. Jo, wir haben es so geholt, auf jeden Fall. Sie bringen den Ball in die Mitte. So. Aufgabe erfüllt. Die Saison ist... Und Metten hat 51% Ballbesitz. Wir gewinnen das Ding 6-0. Gut, Petersen hat quasi gefühlt aus jeder Lage getroffen, wenn er dann seine Chancen hatte. Er hätte, glaube ich, noch zwei Tore mehr machen können, wenn ich besser ein bisschen genauer gekommen bin. Aber ist egal. Wollte ich Pepsi als der Papst sein. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Und dann haben wir zu seinem Abschied noch mal gezeigt, was er kann. Ah, wir waren klar die bessere Mannschaft. Punkt. Ich finde die Antwortmöglichkeiten immer ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, kein Problem. Kompliment an den Gegner, damit hätte ich nicht gerechnet. Vor allen Dingen hätten sie mit einem Engelspiel, haben sie sich nicht mitgerechnet. Das könnte man sagen, ja, man hat einen hohen Sieg. Also ich verstehe nicht, machen wir kein Problem, komm. Immer mal so, als Antwort. Vielen Dank für dieses Statement. Gut, dann haben wir's, liebe Leute. In der nächsten Partie geht es dann im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Bayer Leverkusen. Warte mal, delegieren. Mindestverkaufssumme 300.000. 500 Spieltonnen. Bevor jetzt auf die irgendwelche Ideen kommt. Ich will keinen. 1,6 Millionen kriegst du nur für die Saison. Okay. Ich hätte gedacht, du kriegst ein paar Millionchen da wieder, aber 1,6 ist eigentlich gar nichts. Naja, gut. Haben wir da nicht an. So. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Pokalfinale und dann sind wir durch mit der ersten Saison mit Bayreuth. Bis dahin. Tschüss.